Jetzt ist es los. Wir machen jetzt einen Kommentar zu dem heutigen, sprich vorherigen Update, das unheimlich wichtig ist für dich. Auch jetzt, ich betone, ich erkläre das nur den Geist, der sich jetzt den Udo, den Gernot und dieses Video ausdenkt. Ich erkläre es nicht irgendeinem von dir ausgedachten Menschen. Das reicht und ich steige sofort ein. Dazu übertrage ich das Bild. Und wir schauen uns zuerst dieses Update an. So, einen Moment. So, etwa. Wenn man nicht über die Grundlagen, rudimentäre Grundlagen der Vatersprache verfügt, ist das Wörter und man hat auch gar keine Lust, das zu lesen. Aber es ist extrem präzise, geistig gesehen, geistig-wissenschaftlich gesehen, was hier jetzt ausgedrückt wird und was ich dir mitteile. Heute liest du bitte. Update mit E-Quadrat. Wir, JCH und ICH, erschaffen E-Quadrat, das ist JCH und ICH, erschaffen unsere Welt selbst. Wir, wieder JCH und ICH, E-Quadrat, das sind die beiden, erschaffen als unbewusste Menschenaffen unsere persönliche Traumwelt im Meer, das ist UP 86 Al-Him, in... So, lass gleich weitermachen. Ich will nur ganz kurz sagen, dieses Wir ist in meiner Symbolik, der vor dem Bücherregal steht und dann ein Buch, ein Leben, und ich erweitere das ja immer, dass ich sage, das ist ein Buch, das ist meine einfachste Metapher. Kann man sagen, das Bücherregal ist voller Videospiele und zwar in 3D programmierte offene Welten. Und jedes dieser Bücher bindet sich Videospiele, unabhängig in welchem Jahrhundert es spielt, entspricht einer Geschichte mit kompletter Interaktivität und einer perfekten Simulation einer offenen Welt. Und wenn ich jetzt vor dem Bücherregal stehe, dann der Programmierer dieser ganzen Videospiele, beziehungsweise Autor dieser Bücher, weiß alles. Das ist JCH, IQB. Das bin ich. Das ist der Geist, der dich das jetzt träumen lässt. Und in dem Moment, wo ich was erleben will, weil ich weiß alles und darum kann ich nichts erleben. Wie hast du das zu verstehen? Ganz einfach. Wenn ich dich jetzt frage, kannst du sprechen, lesen und schreiben? Dann sagst du ja. Und du musst klar sein, in dem Ja. Hinter dem Ja, hinter dieser Aussage, steht ein unendlicher Komplex von Wissen. Um lesen, schreiben und sprechen zu können, zumindest in einer Sprache, ist das ja ein riesen Wissenskomplex. Und das wird ausgedrückt, du sagst ja. Das heißt, der, der sagt ja, in dem Augenblick, wo er ja sagt, ist zwar das ganze Wissen über Lesen, Schreiben und Sprechen da, zumindest die Sprache, über die Sprache, die er spricht. Ich sage immer nur rudimentär, ob du das kennst, so über die deutsche Sprache weiß ich wieder was anderes. Aber es ist eigentlich in dem Jahr alles gleichzeitig dort und weiß er nicht, während er alles weiß. Und in dem Augenblick, wo er jetzt detailliertes Wissen zur Anschauung bringen will als Information, muss er wie ein Computer Daten haben und sich in eine Datenstruktur hineinfokussieren. Das heißt, ich nehme irgendeins dieser Bücher in die Hand und fange zum Lesen an oder ich hau ein Videospiel rein und werde jetzt zu dem spielenden Geist, der sich aber als Avatar in der Traumwelt erlebt. Das ist der Zustand, in dem du zurzeit lebst. Im Anfang ist das Programm. Und das ist zum Erleben, dass nur wir, nämlich ich, erlebe es und in einer unbewussten, reduzierten Form du, weil du ja vergessen hast, dass du ich bist. Während du spielst, verwechselst du dich ja mit dieser Figur, mit der Rolle, die du spielst. Das ist dann, wird das Ganze wirklich nur von uns zwei genau genommen, nur von mir erlebt, aber in deiner Form, deiner Personifizierung.
Das muss man verstanden haben. Und somit ist diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, in dem roten Topf, in dem Rai, Rost. Das sind die zwei hebräischen Wörter dafür. Wir erschaffen als unbewusste Menschenaffen, mit denen wir uns ein jetzt ausgedachtes Leben lang verwechselt haben, unsere persönliche Traumwelt, wie ihr Lebensmann heißt, unseren Posaunen Rang. Wir sind ja im Meer, betonen sich auf im Meer, in Gott. Aber was in uns auftaucht und auf der Wasseroberfläche in Form, in Form von Gedanken werden sichtbar wird. Wir erschaffen es im Meer in uns selbst. Das ist jetzt die größte Spiegelung, die man verstehen muss. Jetzt bin ich weiter mit euch. Wir, das heißt JCH und ICH, also der vorm Bücherregal und der, der limitiert in einem Buch drinsteckt, sind dieses E-Quadrat. Und das ist gleich UP und jetzt steht hier nur E. Das ist die Energie in der Einstein-Formel, die nicht vermehrt und vernichtet werden kann. Das heißt, das eine, das nicht existierende, also UP, geistige GE-Quadrat wieder, der Geist von JCH und ICH, ist der Kopf des Geistes und das ist wieder das E, das UP. Das Geistige erschafft Materie, auch wieder darauf achten, E-Quadrat und E am Ende, und unsere Welt. Ich mache ganz kurz nochmal, es ist schwierig für einen, der das nicht gewöhnt ist, man kann das flüssig lesen. Das ist eigentlich im Hebräischen heißt nicht existierende Energie, weil diese Energie, rote Energie ist nicht existierend, sie ist ein absolutes, nicht denkbares Nichts. Dasselbe gilt für Licht, für Wind und für Geist. Und Geist, dieses G-Quadrat, das ist jetzt leider der dritte Buchstabe, der drinnen liegt, was übrigens im Hebräischen, weiß ich immer wieder darauf hin, dieses Gimmel ist schon die Einstein-Formel. Das ausgeschriebene Wort Gimmel, das ist der Name dieses Buchstabens, wirst du feststellen, das ist, genau genommen ist dieser Geist, die Energie, und das ist die Gestaltung in Matthäus 2. Das ist jetzt das Normale. Da ist schon die Einzelformel, dann kannst du dir anschauen, habe ich tausendfach erklärt. Da muss man hin. So. Und jetzt ist meine Geschichte, das Geist, G-E-Quadrat ist der göttliche Geist. Ich gehe so gelesen, immer nur die Buchstaben nehmen. Schau, wenn du jetzt dein G einmachst, dann muss es nicht unbedingt ein hebräisches Wort geben, ist rot. Ein göttlicher Geist, rot gelesen, ein bewusstes Gotteskind ist göttlich und es ist ein bewusster Geist. Wenn du ein Gotteskind bist, und jetzt kommt das Verrückte, du bist ein Gotteskind, hundertprozentig unsterblicher Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst und du hörst mich sprechen, sonst wäre ich nicht jetzt in dir aufgetaucht. Als böse Ude, der natürlich nur eine vergängliche, von dir jetzt herzenaffene Erscheinung ist. Und ihr, das heißt, wir zwei erschaffen matt, gestreut gewordene Erscheinungen. Ich kann das immer wieder nur, dass man irgendwann einmal gefühlt ist. Und das ist jetzt hier die Kriegsleute, die reichen diese ausgedachten Männer, die Toten, dass die Toten ihre Toten begraben. Es wird nichts und niemand, den du in deinem Traum zu sehen bekommst, überleben. Weil jeder Mensch gleichgültig, ob du den jetzt denkst und durch dein Denken in dir als Information erschaffst, oder ob du auf deiner Verabredung in einer gewissen Empfindung vor dir sinnlich wahrgenommen als sinnlich wahrgenommene Information zu existieren scheint, dieses Ding auf deiner Verabredung, hat eine Überlebenschance. Die lösen sich schon in dem Moment wieder auf Gedanken, genauso wie die Bilder auf deiner Verabredung, wenn du an was anderes denkst oder woanders hinschaust. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Und das sind Gestalt, jetzt blau gewesen, das sind einfach nur Gestaltwertungen, Gedankenwellen, sind Erscheinungen. So, das Meer, das M, Rot, ist immer, ist ein immer da sein bist. Und die Welt ist ja der Bereich.
tausendfach E, was trotzdem nochmal W-E-L-D. Das ist jetzt ganz einfach das Wort Welt in hebräischen Zeichen geschrieben und das steht ganz einfach hier ein Polarland, ein Brandopfer und du musst die Polarland, wenn man es tatsächlich noch auslegen, musst du von Augenblick zu Augenblick opfern, dass eine neue Information in dir auftauchen kann. Ich wiederhole, weil du hast es noch nicht verstanden. Bitte weiter weiterlesen. Rote Energie gleich UP kann in der Welt weder erzeugt noch vernichtet werden. Das ist jetzt blau geschrieben, das ist das Existierende. SIE, das Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein, E Quadrat, JCH und ICH, das heißt, das Bewusstsein von JCH und ICH kann lediglich von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Dabei bleibt die Menge der roten Energie in einem abgeschlossenen System immer konstant. Wisse, ein Geist, der träumt, ist ein in sich selbst abgeschlossenes System. Das ist jetzt eigentlich dieses Konstant aus dem Lateinischen, das kannst du dir dann durchlesen. Wichtig, ich habe hier vergessen, ich mache normalerweise hier bei Violett bzw. Visa immer so eine Violette, eine purpurne Schlangenlinie drüber mit einem roten Punkt genau im Zentrum. Dieser rote Punkt zwischen diesen beiden Hälften, das ist dieses immer verbleiben in diesem einen Punkt hier, in diesem Punkt des roten Topfes, spielt sich alles ab. Ich habe hier übrigens, was ich noch erwähnen will, das lediglich. Das Wort ledig deutet darauf hin, dass Mann und Frau getrennt sind. Und solange du vergessen hast, wer du bist, der Adam ist ja männlich, was eigentlich Seele, Gedenken heißt, der Denker, er vereinfacht und nicht aber der unterirdische Gang, der hinabstieg in eine Traumwelt, ist die Frau, das ist eine Traumwelt, die ist eigentlich steht für einen träumenden Geist und es gibt keinen träumenden Geist ohne einen Traum. Es gibt auch keinen Traum ohne einen träumenden Geist. Und wenn du jetzt hier vergessen hast, dass du eigentlich ein träumender Geist bist und dich verwechselst mit einer Figur in deinem Traum, die du ich nennst, Blau, das ist lediglich. Das kommt übrigens dann nochmal. Und jetzt mache ich hier, letzter Satz. Der nutzbare, ausgedachte Anteil dieser 575-Energie ist je nach Umwandlung unterschiedlich hoch. Diese 575, wenn ich immer dahin sage, bezieht sich auf das hebräische Wort Hazar. Das heißt eigentlich fantasieren, wachträumen. Das wird in der Regel in der hebräischen Bibel, im Tanach, kommt das Wort 704 Mal vor. Es wird nicht einmal so übersetzt, obwohl in allen Wörterbüchern deiner Welt Hazar so übersetzt wird. Auch noch dieser, da, dieses, darum habe ich dieser 577, das, was jetzt da ist. Und das heißt, dass er spritzt, er spendet, es spritzt etwas aus dir heraus, nämlich das, was du jetzt dir ausdenkst, vor dich hin träumst, vor dich hin fantasierst. Das ist dein Dachtraum. Dann ganz kurz einmal dieses Zeichen, weil das ist ja nur eine Zusammenfassung. Wir nehmen hier mal ein paar mehrere hebräische Wörterbücher, schau, dann hast du diese 575. Also das ist ja sehr, sehr genau, schau, da heißt es hier nach Gustav, wo vier Wachträumen fantasieren, Träume, Geschichte sehen, träumen, Öppele schauen. Das sind jetzt 1883, eure Reden im Schlaf, träumen, das steht in diesen Wörterbüchern drin. Aussprengen, ausspritzen, sprengen und so weiter und so weiter. So, und jetzt habe ich hier das, was ich jetzt hier sehr präzise geschrieben habe, ist 1:1, dieser Text aus einem Physikbuch. Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Sie kann lediglich von einer Form in eine andere umgewandelt werden.
Dabei bleibt zwar die Menge der Energie in einem abgeschlossenen System konstant, der nutzbare Anteil der Energie aber ist je nach Umwandlung unterschiedlich hoch. Welche ist jetzt diese Aspekt, diese Energie? Die ist diese rote Energie, wie ich sie beschreibe, die ist ein absolutes nicht denkbares Nichts. Und nichts kann man nicht erzeugen, es ist nichts und es bleibt nichts und nichts kann man auch nicht vernichten. Und das symbolisiere ich mit dieser 200 Gramm rote Gnede, die immer 200 Gramm rote Gnede ist und die wiederum ist der träumende Geist, das bist du. Du bist diese Energie, du kannst nicht vernichtet werden. Was sehr wohl vernichtet wird, ist zum Beispiel dein Körper. Aber ich würde sagen, wenn das passiert, genau in dem Moment, wo du nicht mehr an deinen jetzt aktuellen Körper denkst, dann ist er weg. Aber du meinst ja, ohne den Körper gibt es nicht Energie. Das gibt es sowieso nicht, auch wenn du an deinen Körper denkst, weil du das Nicht, das absolute Nicht im Hintergrund bist, das ewig ist, weil du ich bist. Und dieses Ledig, da haben wir wieder das Ledigsein, jetzt lernt sich, jetzt vergisst du, Geist, und wirst zu einem kleinen blauen Ich, zu einem Affen, zu einem sterblichen Affen, der nichts Besseres weiß, wie ständig um sein Leben zu kämpfen, um möglichst lange Affe bleiben zu können. Und der wird natürlich ständig in eine andere Form umgewandelt, vom Säugling bis zum Gleis und alles andere noch, was du dir sonst noch ausdenkst. Ja, das schließen wir jetzt ab und jetzt kommt dieses Video und das schauen wir uns jetzt genauer an. Das hat es extrem in sich, aber erst, du kannst dir das ja anschauen und ich nehme an, du hast das aktuell vorher zuerst gesehen, was jetzt passiert, wenn ich dir Erklärungen dazu gebe. Wir lesen jetzt noch einmal zwischen den Zeilen und machen das sehr, sehr genau. Das Universum, eine Welt scheinbar ohne Grenzen. Wenn man von der Erde starten und immer geradeaus fliegen würde, käme man irgendwann an die Grenze des Universums. Aber was ist hinter... Also nochmal klarzustellen, Universum, das Wort selber, Uni, rot gelesen, UNI, wenn du dich eingibst, ist einfach nur ein Verbundensein mit Gott. Das ist Ehe. Das ist alles eines. Es ist ein nicht existierendes Bewusstsein, beziehungsweise Energie oder Licht, immer rot gelesen. Und war zum VR, zum, das Summa Summarum, heißt in eins gekehrt. Alles, was in dir auftaucht, kehrt sich von Gedanke zu Gedanke wieder in eins. Das hat man tausendmal. Und ich weise jetzt darauf hin, dass dieser Makrokosmos, den jetzt auf dem Bildschirm dargestellt wird, dass das noch nie irgendein Geist gesehen hat. Was du sehen kannst, ist letztendlich immer Computeranimationen. Das sieht aus wie eine Erdkugel, weil da außen ist kein heterozentrisches Weltbild und kein Universum. Außerhalb des Topfes eines so träumenden Geistes ist zuerst einmal nichts. Bis auf das, was du dir jetzt ausdenkst. Und das ist hundertprozentig sicher trotzdem in dir drinnen eine Information. In diesem Punkt in deinem Kopf wäre es in deinem Kopf wäre nicht da. Und ich höre genau zu. Hinter dieser Grenze, falls es eine solche gibt. Stellt man sich einen Blumengarten vor? Stellt man sich einen Blumengarten vor, das bezieht sich jetzt auf dich Geist. Das heißt, in dem Moment, wo du dir einen Blumengarten ausdenkst, es ist die Frage, wo kommt der eigentlich her? Alles, was du dir ausdenkst, kommt erst einmal aus dir, aus deinem Wissen, aus deinem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und der Intellekt, den du zur Zeit zum Denken benutzt, ist ein unendlich primitiver Affenintellekt. Der Blumengarten übrigens, Blumen heißt Licht. Und da haben wir jetzt schon eine Eigenart, da muss ich jetzt ganz kurz nochmal reingehen. Blumen, Blumen heißt Licht, das Leuchten, das habe ich ja tausendfach schon oft erwähnt, aber das ist zum Beispiel ein Zimmer, das heißt der Logos im Meer.
Die Logik der losen Schmelz, von dem der immer ist, das wächst dann immer wieder, erzeugt den Glanz von Blumen, der Blumen. Und B im Hebräischen als Vorsilbe gesetzt heißt im Licht. Blumen ist es Licht, du bist immer im Licht. Das nennt es das sogenannte Sonnenlicht, die Sonne. Denk an das englische Wort Sun und Sun. Es wird gleich ausgesprochen, es tauscht man nur das U und das O. Und wir haben aber auch ein Volumen. Habe ich im vorherigen Selbstgespräch gesagt. Und das ist jetzt hier interessant, dieses Volumen. Da haben wir wieder unser Licht. Und dieses So heißt immer bistabil gereisend. Hell, dunkel, gesund, krank, Sonnenschein, Regen, Krieg, Frieden. Das heißt eigentlich bistabil gereisend. Es wechselt aber nicht. Und jetzt wichtig, dass der Welt sagt, das Volumen ist einmal zuerst eine Schriftsäule, weil nämlich die Dollar, beziehungsweise der ganze Denars, ja eine Schriftsäule ist, aber das war eigentlich ursprünglich, darum ist es auch ein Band, ein Buch, aber ursprünglich ist es ein Korai S, das heißt wie ein Spiegelbewusstsein, und ich selber eine Krümmung, für die Kammer des Rodi, veräppele. Dieses Geschichtsfeld, das du jetzt vor dir stehen hast, das ist kein zu einer Illusion, zwei Flächen auf einer Veräppele, heißt auch wir, weil das heißt wir in der Küche hier. Optionen, so was passiert. Wir übersetzen es einmal. Maschinen übersetzen. Sorry. Das heißt, die großen Bände, sprich die Bücher in der Bücherregal, sind menschliche Schicksale. Jedes dieser Bücher ist ein menschlicher Schicksal. Und wir waren alle gewesen von dem Kyrios E. Das ist der Sus, der Jesus. Ich lese die Bände, aber sobald ich zum Lesen anfange, begebe ich mich in ein menschliches Schicksal in Form eines roten Ich, der sich wiederum mit einem blauen Ich verwechselt. Und das bist jetzt du. Ich erlebe das, was du erlebst, weil ich dein eigener Geist bin. Punkt. Jetzt genau zuhören. So hatte dieser auch eine Grenze. Es ist die Grenze dieser Vorstellung. Über die Grenzen dieser Vorstellung hinaus gibt es nichts, weil man sich ja nur diesen einen Blumengarten vorstellt. Das heißt, in dem Moment, wo du dir jetzt etwas vorstellst, du Geist, das letztendlich zuerst einmal ein Gedanke ist. Du denkst dir etwas aus und du stellst dir das vor. Das kannst du jetzt rein bewusst in Gedanken machen, ich nenne es immer feinstofflich, oder dann gegebenenfalls auf deine Verabredung holen. Und jetzt schau dir mal bitte diesen vorgestellten Blumengarten an, den du dir ausdenkst, und der hat eine Grenze. Es ist nur das da, was du jetzt anschaust, hinter dem Haus, die Wolken und so weiter, und dann ist Schluss. Aber das ist nicht alles, weil wenn ich jetzt noch schnipp, und jetzt verändere mal deinen Fokus und zwar um den Monitor herum in den Raum rein. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Jetzt haben wir die Grenze von der Eindringtiefe in deinen Raum über den Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, in deinem Gesichtsfeld, ein Stück weiter verschoben, dass jetzt im Hintergrund irgendein Zimmer kennt im Meer. Die Geburt ist immer im Meer, hier und jetzt in dir selber. Jede einzelne Geburt. Ich fahre extra nochmal ein bisschen zurück, dass du das wirklich auf dich wirken lässt. Es ist die Grenze dieser Vorstellung. Über die Grenzen dieser Vorstellung hinaus gibt es nichts, weil man sich ja nur diesen einen Blumengarten vorstellt. Also du stellst dir was anderes vor und triebst das. Mach mal das Spiel weiter. Pass auf, du hast Testimonial, wenn du anschaust.
Wenn du nur den Monitor anschaust, existiert nur der Monitor. Mit dem Bild. Jetzt fokussierst du dich in das Bild. Du kannst dir die großen Augen von dir anschauen, du kannst den Schlotter oben anschauen oder hier diese Blume anschauen. Fokussierst du dich auf diese Blume, sind ihre Augen nicht mehr da. Aber wenn du dich jetzt Augen tust und du schaust, Entschuldigung, du schaust über den Monitor drumherum, dann hast du im Hintergrund natürlich wahrscheinlich ein Zimmer. Aber die Grenze hast du nach außen, du hast es nur in eine imaginäre räumliche Tiefe verschoben, die eigentlich gar nicht existiert, weil du eine Verabredung aufhast. Du veränderst deine Informationen. Aber ich gehe jetzt weiter. Jetzt muss man natürlich in Feindstoffe gehen, in dem Moment, weil da ist bei deiner Verabredung Schluss. Du siehst auch keine mikrokosmischen und makrokosmischen Objekte, die bis am Anfang vom Universum waren, noch nie auf einer Verabredung. Du kannst dich jetzt aber gedanklich hinter die Mauer denken, was kommt jetzt hinter der Mauer? Öffne ein anderes Zimmer und wenn es keine Außenwand ist, dann den Blick, den du hast, wenn du mal ein wenig aus dem Fenster schaust, wenn du jetzt zufällig vor dir ein Fenster haben solltest. Aber was ist hinter dem Horizont? Hinter dem Horizont. Du kannst dich immer wieder erweitern, feinstofflich, aber realisieren ist immer das, was aus der Verabredung ist. Dieser Blumengarten wurde geistig hingesetzt bzw. erschaffen. Der wurde hingesetzt und zwar in dein Bewusstsein durch Denken. Darüber hinaus wurde nichts erschaffen. Immer, es existiert immer nur das, was unmittelbar hier und jetzt da ist. Gleichgültig, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob es nur ein Gedanke ist und jeder Gedanke wird mit dem nächsten Gedanken zerstört, den du denkst. Und jede sinnlich wahrgenommene Information, das heißt, jedes Bild auf deiner Verabredung, selbst die Fokuspunkte, wo ich gerade erklärt habe, jeder neue Fokuspunkt auf deiner Verabredung zerstört den vorherigen Fokuspunkt. Ist dieses Universum so ähnlich aufgebaut wie eine Vorstellung? Ist dieses Universum geistiger? Das in eins gekehrte ist exakt so aufgebaut. Es ist eine geistige Welt, es ist eine T-Raumwelt, eine Spiegelwelt. Das müsst ihr aber zeigen, weil das, da muss man dann sehr in die Tiefe gehen. Materialisten sind der Ansicht, dass nur Materie existiert. Alles sei nur aus Materie entstanden. Immer dann denken gleich, Materialisten sind von dir jetzt ausgedachte Affen, die auf Felsenfest davon überzeugt sind, dass es sterbliche Säugetiere sind. Sie sind jetzt zuerst einmal hundertprozentig sicher, de facto ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Das sind die ganzen Medien bzw. Illusoren, diese sterblichen Säugetiere, die unheilbar krank sind. Es wird keine dieser von dir ausgedachten Menschen überleben, auch nicht der, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Die lösen sich nämlich alle schon wieder in dem Augenblick, in dem Moment auf, wenn du sie nicht mehr denkst. Gilt übrigens auch für deinen eigenen Körper. Und das ist hundertprozentig sicher de facto von jedem bewussten Geist überprüfbar auf der Stelle hier und jetzt. Inklusive Gefühlen wie Liebe und Hass, komplexe Organismen, Sinn für Ästhetik, Intelligenz, Bewusstsein etc. Chemikalien sollen eigenhändig Naturgesetze aufgestellt haben, bei denen alles festgelegt wurde, wie zum Beispiel das Ausmaß an Gravitation, die Geschwindigkeit von Licht, die gleichmäßige Verteilung von männlich und weiblich über den ganzen Planeten etc. Und das alles soll angeblich mit einem großen Knall aus dem Nichts heraus angefangen haben, dem Big Bang. Wenn man sich diese Theorie aber nüchtern und rein wissenschaftlich anschaut, stellt man schnell fest, dass dies nicht nur mathematisch unwahrscheinlich ist, sondern auch ziemlich naiv. Vertreter der alten Physik kämpften bis heute dafür, diesen naiven Materialismus zu... Da haben wir übrigens hier immer dieses ESMC, diese Energie, was auch eigentlich heißt, das ja im Original, in den wörtlichen Schriften, Equator, das ist noch mal CO4. Erhalten. Sie machen sich bis heute lustig über alles, was nicht ihrer materiellen Sichtweise entspricht. Es ist diese unendliche Arroganz von Affen. Es gibt in der Bibel diese so eine Geschichte, wo ich sage, es ist Zeit, dass ich diese Welt vernichte. Es ist die Welt von Sodom und Gomorra. Und dann kommt er zu mir und sagt,
Du kannst doch nur, weil du einige böse sind, kannst du doch nicht die ganze Welt vernichten. Also du meinst, einige sind bloß böse? Dann komme ich denen entgegen, ich muss dich kurz ansprechen. Die Stelle kannst du dir raussuchen in der Bibel. Dann sag ich, okay, bring mir 50, 50 Menschen in deinem Traum, die meine Gebote halten. Ich reduziere das, die nur das erste und das zweite Gebot halten und meine Jesus-Sprüche, liebe deine Feinde und sorge dich nicht um morgen. Bring mir 50 und dann lasse ich alle weiterreden. Und dann setzt du dich her und du überlegst, wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Wen kann ich jetzt da bringen? Und du wirst feststellen, du wirst keine 50 finden. Und jetzt kommt der und will mit mir verhalten. Er sagt, pass auf, wenn ich jetzt 40 finde, das heißt, das sind zwar 10 weniger, wie du von mir gewollt hast, aber würdest du wegen diesen 10 plus meine 10 Stück wählen, würdest du dann die Welt trotzdem vernichten? Ich sage, okay, okay, bin mir 40. Und das Spiel geht dann runter, bin mir 20, bin mir 10. Und ich sage, du wirst nicht einen finden, bis dato nicht einmal dich selbst. Wie sieht es aus mit Liebe deine Feinde? Schau mal, wie viele Feindbilder dein Programm noch in dir aufschmeißt. Sorge dich nicht um morgen, hast du nicht immer wieder Zukunftssorgen. Du hast offensichtlich nicht verstanden, dass es bloß hier und jetzt gibt und dass du ein unsterblicher Geist bist. Du bist das. Das musst du dir nicht verarbeiten mit irgendwelchen Ausgleichen. Das bist du. Die Schwierigkeit, dass dieses Unsterblichsein aber auch zwei Seiten hat. Unendliche Glückseligkeit oder unendliche Hölle, immer wieder klein. Und das steht und fällt, ob du meine Gebote hältst oder nicht. Und arrogante Affen und Besserwisser, die nichts Besseres wissen, wie geistlos nachzuäffen, egal ob es Modeerscheinungen sind, politische Thesen, religiöse Thesen, und jeder weiß, das, was ich weiß, ist das einzig Richtige. Denk an das Passenbeispiel. Wieso? Weil ja das für mich eindeutig das einzig Logische ist, dass jede Logik komplett anders sein kann, dass die sich widersprechen, aber insgesamt es eine Möglichkeit gibt, aus diesen vielen widersprüchlichen logischen Denksystemen eine übergeordnete Logik aufzubauen, die vollkommen ist. Das ist Holophilie. Wichtige Vertreter der neuen Physik hingegen, der Quantenphysik, sind zu einem anderen Schluss gekommen, nämlich dass es nicht nur etwas Geistiges gibt, sondern dass das Geistige Materie verursacht. Zu den Gründervätern der Quantenphysik, einer der Hauptsäulen der modernen Physik, gehören Max Planck, Werner Heisenberg, Max Born, Pascal Jordan, Niels Bohr und Erwin Schrödinger. Bei der Untersuchung von Quanten, im Prinzip unteilbare Grundbausteine der Welt, so, große Frage, was sind Quanten? Quanten, mikroskopische Objekte, das heißt, die sind aus der Welt, die so unvorstellbar klein sind, obwohl die sich das vorstellen, diese zwei Seiten, die du dir zwar denken kannst, du wirst sie aber nicht sehen, außer als Vorstellung. Das wiederum, man kann die also auch nicht entdecken, was hier passiert, dass immer irgendjemand zwei Möglichkeiten in das eine, aus ihm selbst, wieso auch immer, weil ich ihm das einspielen kann im Traum, dass es so sein könnte. Das ist jetzt der Einzelfall dieser Quantenmechaniker. Es ist denen eingefallen. Die Frage ist, warum? Weil wir, ich und du, nicht Gott sei Dank uns. Wir denken uns zuerst einmal jetzt diese Quantenmechaniker aus, die hat es nie in der Vergangenheit gegeben. Alles, was in dir auftaucht, taucht jetzt auf und wird jetzt wieder vernichtet. Das heißt, anderes Wissen in deinem Zusammenhang. Verwirklichst du de facto, das heißt hier und jetzt, durch Denken in dir selber, du erschaffst zuerst einmal diese Physiker. Und jetzt bestimmst du, dass diese Physiker das entdeckt hat und der das entdeckt hat, obwohl es ja nichts zum Entdecken gibt. Heisenberg, Max Born, Pascal Jordan, Niels Bohr und Erwin Schrödinger. Bei der Untersuchung von Quanten im Prinzip unteilbare Grundbausteine. Was haben wir eigentlich untersucht? Wir müssen da was untersuchen.
Es ist Handwickelei, was ihnen einfällt. Wenn du bewusst bist und du beobachtest ständig dir auf, das ist dir das klar, dass diese Quanten, diese Idee, hier und jetzt in dir selber auftaucht, wenn du der Erste bist, der das erste Mal in sich auftauchen sieht. Aber da gibt es nichts zu tun, außer Gedanken. Teile der Welt sind diese Wissenschaftler auf verblüffende Eigenschaften gestoßen. Letztendlich konnten sie diese Phänomene mit der klassischen Physik nicht mehr erklären. Experimente und Erkenntnisse. Nochmal, sehr wichtig, das Wort Experimente. Ex heißt herausdrehen. Es darf existieren, da kommt das Ex. Es taucht etwas in dir auf, aus dir selber. Du bist im Meer. Es taucht etwas in dir auf und auf der Wasseroberfläche wird es zu einer Gedankenwelt. Das ist diese Nulllinie. Aber es ist eine ausgedachte Nulllinie. Da gehe ich später noch einmal darauf ein, nicht in diesem Selbstgespräch bin ich schon darauf eingegangen, du hast über dir nämlich eine Gedankenwelle. Und diese Nulllinie, wenn du deine Bilder anschaust mit dem Udo, darüber zeige ich es, da hast du jetzt ein Oben, eine Nulllinie und ein Unten. Und diese Nulllinie, die man jetzt ausdenkt, ist nicht die Nulllinie, wo das auftaucht. Legten den Forschern nahe, dass Materie, unsere Wirklichkeit, das Universum, von etwas Geistigen bzw. von uns selbst verursacht wird. Genau so ist es. Wir sind Geist. Wir sind eigentlich nur 2 in 1. 2 in 1. Und wir erschaffen das durch Denken, indem wir uns träumen, indem wir uns das ausdenken. Hierzu sollen folgende Zitate als Beleg dienen. Werner Heisenberg, Nobelpreisträger und Begründer der Quantentheorie. Und jetzt genau aufgepasst, meine Erklärungen. Das Elementarteilchen ist nicht selbst etwas Faktisches. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Von lateinisch fordere heißt tun, machen, handeln. Nochmal, immer wieder. Ein Faktum ist, dass du jetzt an irgendetwas denkst. Und in dem Moment, wo du an das denkst, entsteht in dir eine Information, die genauso ist, wie du sie denkst. Das kann nicht anders sein. Das ist aber hier und jetzt auch eine Vergangenheit, die du jetzt denkst, entsteht jetzt. Es war nie in der Vergangenheit. Auf der tiefen Ebene, auf der Datei ist alles gleichzeitig. Und Elementarteilchen, wie du dir jetzt ausdenkst, heißt es, ist nicht selbst etwas Faktisches und ist auch doch. Es ist ein Faktum, dass in dem Moment, wo du ein Elementarteilchen unvorstellbar klein und ganz winzig, du denkst, meinetwegen als Kügelchen oder Welle, ist es de facto jetzt eine von dir erschaffene Information. Diese Behauptung, dass Elementarteilchen, die man sich denkt, nichts Faktisches sind, ist ein eindeutiges Zeichen, dass der nicht weiß, was ein Faktum ist. Wenn ich jetzt an ein grünes Marsmännchen denke, ist es auch etwas Faktisches. Es ist ein Faktum, dass ich jetzt an ein grünes Marsmännchen denke. Und dann existiert es. Grüne Massenmännchen, hier und jetzt in meinem Kopf, solange ich dann denke. Und es wird genauso sein und genauso aussehen, wie ich mir das ausdenke. Ich kann mir auch ein blaues Massenmännchen ausdenken. In dem Sinn der klassischen Physik, sondern es ist eine Möglichkeit. Von Elektronenbahnen, wie die Physiker zu dieser Zeit noch annehmen, kann man gar nicht sprechen. Die Bahn entsteht erst dadurch, dass wir sie beobachten. Alles, was du denkst, entsteht dadurch, dass du es denkst. Denken heißt etwas beobachten. Aber was beobachtest du Geist eigentlich? Ich muss dir sagen, du beobachtest immer nur deine eigenen, nur heißt ein zackendes Licht auf der Bereich, nur deine eigenen Informationen. Oder deine eigenen sinnlich wahrgenommenen Informationen. Das passiert in dem Moment, wo du eine reine feinstoffliche Information auf der Verhaltbrille realisierst. Ich hoffe, man hat mich verstanden. Ja. Max Born, Nobelpreisträger und Koryphäe der Quantenphysik.
Es gibt metaphysische Probleme, denen man sich nicht so einfach entledigen kann, indem man sie als... Sag mal, wie das Wort entledigen? Wenn ich jetzt weiß, dass End die Vorsilbe und der Zusammenhang ist, ich in dem Augenblick, wo du dich von irgendetwas entledigst, wirst du wieder zu einem bewussten Ordnung, weil du das Ledigsein, das Unverheiratetsein, die Heirat zwischen denkender Geist und ausgedachter Traumwelt. Das ist die symbolische Mann, rot gewesen und Frau, blau gewesen. Diese Ehe ist eine chemische Hochzeit, weil nämlich der träumende Geist, der sich nie verändert, der Rode, was der Adam Odom auch heißt, Rot, dieser Rot-Ehe ist untrennbar mit seiner braunen, ständig wechselnden Gedankenwelt, die nur aus ständig wechselnden Gedankenwelt besteht, verbunden. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Bedeutungslos erklärt. Niels Bohr, Nobelpreisträger und Entwickler des Atommodells. Realität wird durch Beobachtung geschaffen. Jetzt haben wir uns entledigen kann, indem man sie als bedeutungslos erklärt. Niels Bohr, Nobelpreisträger und Entwickler des Atommodells. Realität wird durch als bedeutungslos erklärt. Bedeutungslos ist nicht. Es gibt unendlich viele Bedeutungen für jede Erscheinung. Aber ich habe jetzt ja wieder halt. Wieder vorbei. Es geht zu schnell. Die Namen, jeder dieser Namen ist für sich selbst erwähnt. Das hast du übrigens im Ohr. Meine Schwester hat mir Ohrenbaulungen. Träger und Entwickler des Atommodells. Realität wird durch Beobachtung geschaffen. Damit unsere Gegenwart sind logische Aufnahmeanfänge an sich selbst zu bringen. Erwin Schrödinger, Nobelpreisträger und Mitbegründer der Quantenphysik. Der Geist baut die reale Außenwelt der Naturphilosophie wie auch die des Alltags ausschließlich aus seinem eigenen, das heißt aus geistigen Stoff auf. Es ist eigentlich so, dass der eigentliche, der Geist selbst, immer unveränderlich nicht bleibt. Aber aufbauen benötigst du einen Intellekt. Das will ich mal sagen, mir setzt du mal diesen ewigen Geist, der nicht ist. Einen Computer. Ich kann jetzt bei Lösung, ich will einen Computer, der 200 Jahre rote Knie, immer rot. Der Computer braucht einen Intellekt, er braucht Daten, um Bilder machen zu können, und die Gnade braucht einen Former. Das heißt, Gott, dieses ewige Nichts, diese Energie formt sich nicht selber um, sondern da ist ein Jota, ein Former, das bis zur Geistesfunktion in Verbindung mit seinem braunen Ich. Zum Beispiel, dein Menschenleben ist ein ganz spezielles Programm, das du zur Zeit durchlastest. Pascal Jordan, Mitbegründer der Quantenmechanik und geistiger Vater der Quantenfeldtheorie. In der Quantenphysik dagegen bedeutet jede Beobachtung einen Eingriff in das Beobachtete. Eine Zustandsveränderung am Beobachteten ist aufgrund der quantenphysikalischen Naturgesetze mit dem Beobachtungsprozess zwangsläufig verknüpft. Das ist das Eigenartige: durch die Beobachtung veränderst du ständig das, was du beobachtest. Was du beobachten kannst, ist einzig allein deine Information. Alles, was von dir keine Information ist, kannst du auch nicht wahrnehmen. Du kannst nur deine eigenen, persönlich erschaffenen Informationen erleben. Und jetzt ist es da, dass du reagierst auf jede Information. Reagierst du und durch deine Reaktion, mein Klingelingen-Beispiel, formt sich deine eigene Information um. Das Einzige, was ein bewusst träumender Geist beobachten kann, sind seine eigenen Informationen. Ausgedachte Menschen haben nur dann Informationen, wenn du dir in diese Kisten was hineindenkst. Aber sie gehen das damit, wie gesagt, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das wird da beschrieben. Und man kann mal wesentlich tiefer gehen.
In der Physik heißt es, dass die Beobachtung als Ding an sich schon das Objekt, das du beobachtest, verändert, weil du nicht wertfrei beobachten kannst. Das heißt, immer wieder, wenn ich sage, du beobachtest deine Information, ist dein Reagieren, dein zwanghaftes Reagieren mit deinem Intellekt die Ursache, dass sich deine von dir beobachtete Information ständig verändert. Und du kannst das beobachten. Da gibt es genügend Beispiele dazu. Also nicht ein sowieso unabhängig von diesem Experiment vorhandener Tatbestand wird. Nochmal, Ex heißt, es steht was aus dir heraus, das bei dir mal ganz so bis um dich herum. Und Mento heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das sind die Experimente, dieses Wort beinhaltet auf den Punkt die Beschreibung wissenschaftlicher Experimente, bei denen nämlich Sachen erzählen, die du in dieser Art und Weise eigentlich gar nicht erleben kannst. Ich habe jetzt da so schön im Kopf, ich suche das einfach so am Schluss nochmal schnell her, man hat halt West, der ist ganz neu philosophiert über das Webteleskop und dann sagt, jetzt in der Lage, wie Wissenschaftler mit dem Webteleskop immer Objekte sehen, die 800 Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Und hat der Augenblick eine mystische Erleuchtung. Habe ich gehört, habe ich gelesen. Sondern wir selbst rufen die Tatbestände hervor. Oder nötigen sie in bestimmter Richtung zu einer Klärung, die dann zur Beobachtung nicht nur, sondern erschaffen ist. Max Planck, Nobelpreisträger und Begründer der Quantenphysik. Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht. Sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Nein, der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wirkliche, das wirkende Licht. Auch hier weiß ich davon, dass in deiner Welt sehr wohl man nicht den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit kennt. Wir können nicht beide Worte rot und blau schreiben, aber auf der ersten Ebene ist Wirklicht, ein wirkendes Licht. Das ist im Kino die Lampe im Projektor. Die flackert nicht und bleibt immer gleich. Das ist ein bewusster Geist. Und die Wahrnehmungseinheiten, das Wahre, das Wahrgenommene, auf der Leinwand, diese flackernden blauen Lichter und Schatten und alles, was du siehst, das sind Illusionen. Damit kommt der Physiker, der sich mit der Materie zu befassen hat, vom Reiche des Stoffes in das Reich des Geistes. Und damit ist unsere Aufgabe zu Ende und wir müssen unser Forschen weitergeben in die Hände der Philosophie. Genau so ist es. Eugene Wigner, Nobelpreisträger und bedeutsamer Atomphysiker. Als der Bereich der theoretischen Physik erweitert wurde, um die mikroskopischen Phänomene durch die Schaffung der Quantenphysik einzuschließen, kam das Konzept des... Die mikroskopischen... Bitte, was du unter einem Mikroskop sehen kannst, müssen wir nochmal unterscheiden. Ist es ein Lichtmikroskop oder ist es ein Elektronenrastermikroskop? Diese mikroskopischen Phänomene sind schon Illusionen. Die Wandmechanik sowieso. Das heißt also, das reine mikroskopische Bereich ist nicht mesokosmisch und der makrokosmische Bereich ist es auch nicht. Mesokosmisch heißt, ist alles, was du empirisch wahrnehmen kannst. Und alles, was sich einer empirischen Wahrnehmung entzieht, ist eine reine Vorstellung. Dann immer wichtig, Mikro- und Makrokosmos stehen und fallen mit dem, was man dir jetzt hierarchisch gesehen vorher erzählt hat, was du geistlos noch isst. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du dir das Ganze was anderes ausdenken. Es ist einfach, hätte ich einen Computer andere Daten gegeben, würde er so andere Bilder aufbauen. Das Bewusstseins in den Vordergrund. Es war nicht möglich, die Gesetze der Quantenmechanik in einer vollständig folgenrichtigen Weise zu formulieren, ohne die Bezugnahme zu einem Bewusstsein. Zum Schluss die Worte des Quantenphysikers
Professor Hans-Peter Dürr. Der Professor war Schüler und langjähriger Forschungspartner Heisenbergs. Als dessen Nachfolger übernahm er das Max-Planck-Institut für Physik und leitete es viele Jahre. Er erhielt den alternativen Nobelpreis, das Große Bundesverdienstkreuz und diverse andere Auszeichnungen. Ganz nebenbei in der Zeitgeschichte, dieser Professor am Max-Planck-Institut, den habe ich das Blinddarmkreuz vom B der Pflichter zur Begutachtung eingespielt. Dieser Professor ist ein absoluter Hardcore-Materialist gewesen und mit dieser Schrift hätte er einen Schlüssel gehabt zu einem vollkommen neuen Weltverständnis. Arithmetisch lückenlos perfekt. Und er hat es absolut abgesaut und wollte nichts davon wissen. Und nachdem er, ich sage mal, emittiert wurde, in Rente gegangen ist, mit einer guten Rente, fängt er plötzlich an, philosophisch zu werden, weil er abgesichert ist. Wie viele andere auch. Immer im Mund halten, weil was er kriegt. Ärger, wenn er gesagt hat, er noch auf der Arbeit ist. So geht es zurzeit alle von uns jetzt ausgedachten Journalisten, weil denen der Arbeitsplatz mehr wert ist, das Geld verdienen mehr wert ist wie die Wahrheit. Den ganzen Stars, diesen ganzen Ausgleichen, die in der Massenmedien hier mitlaufen, weil ihnen der Arbeitsplatz wichtig ist. Die ganzen Politiker zurzeit, denen muss klar sein, wenn es einen Systemwechsel gibt. Das Erste, was mir so ausgefällt, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und es wird diese unendlichen Lügen dann offenbar. Wenn das aber fällt, sind diese horrenden Gehälter von den Angestellten des öffentlichen Rundfunks. Dazu zählen auch die ganzen Journalisten vom Tisch. Die waren arbeitslos. Das ist natürlich jetzt ausgedachterweise hier und jetzt. Das ist die Ursache. Die kämpfen ums gnadenlose Überleben. Und Überleben heißt, ich muss eine Geldquelle haben, um weiter existieren zu können. Die sprühen mir ins Gesicht. Hier seine Worte aus aufgezeichneten Vorträgen und Interviews beim Bayerischen Rundfunk, Hessischen Rundfunk etc. Wir müssen die Wirklichkeit anders sehen, nicht mehr materiell. Leben ist viel fundamentaler als Materie. Die moderne Physik sagt, dass die Grundlage der Physik nicht die Materie ist. Die treibende Kraft ist immer das Geistige. Wir sind nicht gebunden, Materie einfach nur zu verschieben. Das Kreative, die kreative Wirklichkeit ist etwas, was sich dauernd bewegt, sich dauernd entwickelt, eigentlich etwas, das lebendig ist. Wir sind alle schöpferisch. Es gibt gar nichts Unschöpferisches. Wir sind alle schöpferisch, also können wir die Welt auch gestalten. Wir sind nur zwei. Wir sind nur wir zwei, ich und du. Geist ist schöpferisch. Wenn er von wir redet und wir sind jetzt von ausgedachten Menschen sind nur so insoweit schöpferisch, wie du dir einen schöpferischen Menschen denkst. Er bleibt aber eine vergängliche Erscheinung in deinem Traum, dieser ausgedachte Mensch. Und schöpferisches Sein aus sich selbst etwas herausschöpfen kann nur Geist. Sobald du dir jetzt einen Menschen denkst und du weißt, er weiß, was er selbst ist, dann weiß er, dass er du ist und jeder andere. Und wir haben jetzt immer wieder diese klassischen Kinder der Welt, diese KIs. KI, NDR, die sich selber generieren, sind wie die KIs in unserem Videospiel. Am besten gehst du zur Zeit davon aus, dass du im Singleplayer-Modus spielst und dass du nicht zu niemandem von diesen Figuren retten kannst, auch nicht deine eigene Persona. Es ist der leichteste Weg, wach zu werden. Und solange du immer wieder an dieser Aussage zweifelst und meinst, du gehst einfach nur mal sicher, wenn du doch meinst, ich versuche meinen Körper am Leben zu erhalten, weil wenn der Körper weg ist, gibt es mich ja nicht mehr. Hast du nicht das Geringste von dir selbst verstanden, was ich aber von einem Gedanken von mir, das heißt von einem Affen, nicht erwarte, dass er was versteht. Man kann nicht aus dem Unlebendigen das Lebendige bekommen. Die Religion und die Wissenschaft sind nicht verschieden, aber mit der alten Wissenschaft geht es nicht. Materie und Energie treten erst sekundär in Erscheinung. Ich sage immer, alles ausgedacht, und das ist
Materie und ausgedacht, wohlgemerkt, ausgedachte Energie. Das ist was Sekundäres. Sekundär heißt zweitrangig. Ein Geist träumt. Alles, was du in einem Traum zu sehen bekommst, betont sich auf Ehe. S-E-N. S steht für Seele, für Mann, die Ehe. Und M steht für den Körper, das ist die Frau, der unterirdische Gang. Das gehört zusammen. Das ist Sehen. Das ist die kümische Hochzeit. Und alles, was du in einem Traum zu sehen bekommst, das Weibliche, die Frau, ist sekundär. Komplett austauschbar, unwichtig. Du musst erst einmal wissen, dass du als träumender Geist ewig bist und nicht irgendeine von dir ausgedachte Information, sprich irgendeine Gedankenwelle, die kurzzeitig in dir, in dem Geist, der im Meer immer ist, auftaucht und sofort mit netten Gedanken wieder verschwindet. Energie treten. Und hier, Materie und Energie, ist jetzt die blaue Energie, Atomkraft, Sonnenkraft, Kohlekraftwerke. Das ist genauso vergänglich wie alles andere, aber nicht die rote Energie, aus der diesen ausgedachten Erscheinungen auftauchen. Erst sekundär in Erscheinung. Die Gefühle lassen wir chemisch und physikalisch erklärt, dass irgendetwas in uns an Ström da ist und so fort und chemische Verbindungen. Aber genau das ist falsch. Wir können fühlen über unsere körperliche Beschränktheit hinaus. Was wir eigentlich sind, ist Geist. Das kannst du nicht fühlen, du kannst nichts nicht fühlen, du kannst nichts wissen. Fühlen kannst du Geist nicht. Also der Geist fühlt etwas, aber er kann sich nicht selbst fühlen, weil ein absolutes Nicht ist. Damit muss man es erst einmal fertig machen. Um zu begreifen, dass man ewig ist. Und ewig bist du nur, indem du dir das bewusst wird. Und solange du dich noch an eine Seele, ich weiß ja, ich muss ja sterben, aber ich bin ja eine Seele, die ewig lebt, musst du dich nicht so wieder zu was ausgedacht. Wenn man diese neue Weltsicht wirklich ernst nimmt, dann entdeckt man, dass wir eigentlich zu den Geisteswissenschaften, aber auch zu den Religionen auf einmal Brücken schlagen können, dass es nicht etwas ganz Andersartiges ist, sondern irgendwie miteinander zusammenhängt. Wir sind ja in einem Zustand, wo wir den Menschen abgewöhnen, dass er eine spirituelle Verbindung hat. Man sagt, ach, diese Spinnerei mit diesen Religionen. In der Realität kommt diese spirituelle Verbindung nicht vor. Und jetzt stellen wir fest, das ist überhaupt das Wesentliche. Schlussbemerkung. Schon lange haben Menschen gespürt, dass es neben der materiellen Welt eine geistige Welt gibt. Diese hier erwähnten hochdekorierten Physiker und teilweise Begründer der modernen Physik sind noch einen Schritt weiter gegangen. Sie wiesen uns darauf hin, dass die materielle Welt, wie zum Beispiel Gebäude, Körper, Gehirn, Straßen, Planeten etc., Produkte geistiger Natur sind und nicht etwa umgekehrt, wie es uns Materialisten und Verfechter der alten Physik weismachen wollen. Es wird Zeit, dass wir aufwachen und unsere wahre Existenz erkennen. Es ist Zeit, dass wir aufwachen, wobei wir sind eigentlich, wenn du Verbindung zu mir hast, wir sind immer wach und unsere wahre Existenz, wir haben keine Existenz. Obwohl wir eine haben. Und das, unsere Existenz ist das, was wir denken, aber wir selbst sind ein undenkbares Nicht. Das ist genau diese erste Grundwelle. Also Geist ist nicht etwas Existierendes, zum Teil auch kein Gott existiert, außer du denkst an einen Gott, aber dann ist Gott ein Gedanke, den du denkst, der mit nächsten Gedanken wieder zerstört wird. Ja. Tausendfach erwähnt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Was ist jetzt das, was du siehst? Cut. Einfach nur Monitor. Das ist ja Erdkugel. Du lebst ständig in Interpretationen, bei Worten. Egal, was du hörst, was stellst du bei der Materie vor? Und so weiter und so weiter. Besuchen Sie auch? So. Jetzt sind wir gleich wieder zurück. Kann man mich verstehen, Gerhard? Wunderbar. Es funktioniert. Na dann ist gut. Ich habe mir jetzt Mühe gegeben ohne Ende.
Und du weißt, es war jetzt noch mal eine Zusammenfassung. Und du weißt, jetzt hörst du kirchliche Anrufe und man sagt, so, bald suche ich mal meinen Gernot aus, weil der Mama noch in Not ist. Aber ich bin mir alleine. Ich wollte jetzt auch eventuell den Gernot mal allein tun, dass wir irgendwann mal dieses unendliche Geschwätz dieser Fachleute von den Politikern müssen wir überhaupt nicht sehen. Ich kann ganz kurz heute noch mal reinspringen. Das mache ich jetzt in unseren Chat, meine heutigen Einträge. Und dann lassen wir es gut sein. Halt. Und dann machen wir es mal. Ich habe heute Morgen, das war das Update. Ich habe heute Morgen das reingestellt. Weißt du, Geisterschwung, siehst du, die ist wieder aufgespannt, du Blöde, der kann nichts wissen. Der Mensch, der du dich einfach, du Geisterschwung, mit dem du dich da anlegst. Und da habe ich jetzt einen Startpunkt 349 Sekunden genommen. Der Architekt. Jetzt habe ich das ein bisschen in Farben, dass du mal spüren kannst. Das ist jetzt diese Textnummer, weißt du, Buche ist dieser Fingerzeig, du weißt, mit wem du dich da anlegst. Im Jahr 1886. Und das ist dieser Startpunkt 349 Sekunden. 1886 rot gewesen heißt IUB und 1886 blau gewesen heißt IUB. Das ist jetzt der blaue Brüssel-UB, den du dir ausdenkst. Und ich sage dir, ich bin der Architekt unendlich vieler Welten. Das bedeutet. Meine Wortmatrix ist ein geistiges Gebilde, das IUB aus 27 geistigen Entsprechungen aufgebaut habe, welche gleich einem von dir jetzt ausgedachten Computerprogramm eine völlig realistisch erscheinende Traumwelt in deinem noch nicht reifen Individualbewusstsein in Erscheinung treten lässt. Die Zeichenstruktur der von dir de facto jetzt ausgedachten hebräischen Tora ist ein göttliches Abenteuer-Spieleprogramm, dass du Geistesfunken zurzeit als unbewusster Mensch durchlebst. So, da haben wir jetzt zum Beispiel, Abel heißt der schöpferische Sohn. Der göttliche schöpferische Sohn erzeugt Erscheinungen in Spieleprogrammen. Gebete, wie es mal beendet heißt im Kind. Jetzt habe ich hier dieses Wort Architekt, Neuhebräisch, farblich einmal, dass du siehst, was man da machen kann. Das ARO, liebe künstliche. Und jetzt habe ich hier diese zwei Gs, das sind die Spiegelungen, der ist und den Kopf habe ich hier so gemacht, was ja Affinität heißt, aber auch eine Farbe. Und dann habe ich jetzt, was ich gerade angesprochen habe, bei der Linie, weil das ist ein Soll, ist der Mensch. Und wenn du diese so siehst, heißt es hier, da ist ein Töpferkopf und in den Töpfer ist eine KI. Künstliche Intelligenz, was übrigens auch Brandmaul heißt, die Schöpferkopf, also die KI, das haben wir ja in den Vorgesprächen vorhin gesagt, Brandmaul, Brand, der Parade Gott im All von Gott, das ist ein unbewusster Intellekt. Und jetzt habe ich diese, den Menschen Adam, der hier seine Gedankenwelt, und zwar im Durchspiegel, eine Minusspiegel, so wie es wird, sich aus besteckt so unendlich viel in diesem System drin, weil man weiß, wie es funktioniert. Und habe ich der Predigt im Jahr 1886 rot. Und da hören wir jetzt ganz kurz rein, die muss man nicht ganz anhören, das ist heute ein bisschen was an. Da hören wir ganz kurz rein, weil das sehr spaßig ist. Im Jahr 1886. Da lief Karl Boberg, Pastor in Schweden, durch die schönen schwedischen Gegenden, machte einen Spaziergang und wurde plötzlich von einem gewaltigen Gewitter überrascht. Ich weiß nicht, ob ihr ein krasses Gewitter schon mal draußen erlebt habt. Meistens sind wir dann drinnen, nicht? Oder wir flüchten nach drinnen. Meine Frau und ich, wir haben mal ein Gewitter erlebt bei einem Angeltrip.
Da waren wir draußen unter einem Zelt. Und wir hatten noch nicht mal liegen damals. Wir lagen mit so einer Luftmatratze auf dem Boden. Und dann brach ein Gewitter los, wie wir es noch nie erlebt hatten. Das Wasser stand in kurzer Zeit so hoch neben unseren Luftmatratzen. Das haben wir nie vergessen. Das Buch Hiob sagt, Gott brüllt mit seiner Stimme. Und dieser Pastor, der erlebt so ein Gewitter. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Wahrscheinlich war er irgendwo draußen, wo er nicht rein konnte. Er musste also irgendwo Unterschlupf suchen. Und irgendwann trat dann wieder Ruhe ein. Und zwar eine große Ruhe. Der Regen hörte auf. Ein gewaltiger Sturm hatte geweht. Es war ganz ruhig. Er blickte. Das ist jetzt interessant, dass genau hier ein bisschen weiter unten meine Helene erinnert an die Geschichte von Lupe mit dem Einzelnen, der auf dem Bike ist. Die erzähle ich nicht, die habe ich so oft erzählt, wo diese Macht wirklich auftaucht durch Gewitter und der sagt dann, mein Gott, ich wusste, dass du mächtig bist, aber dass du so mächtig bist. Und dann sage ich zu dem, du Ost, ich bin die Stille und du bist vorher und nachher. Das Gewitter, das Brausen in dir warst du selbst. Und dann habe ich hier noch reingestellt, das ist natürlich raumzeitliche Sachen, die Tagesschau-Version, eine angeblich objektive, neutrale Berichterstattung. Und jetzt und so war es angeblich Hieros und jetzt weise, ausgedachte Weise wirklich. Das ist, die Zeit ist es so leicht zu überprüfen, dass wenn du öffentlich-rechtliche, egal ob das Zeitungen sind, einverleugnet durch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass alles durch Sex ist mit einem Hass führen gegen Recht, gegen das letzte Richtige, unterschwellig nur alles immer in diese Nazi- und böse Schiene abqualifiziert wird auf die übelste und offensichtlichste Art und Weise. Und jeder, der meint, er müsste sich noch auf eine Nummer sicher gehen von öffentlich-rechtlichen Sachen informieren, dasselbe gilt übrigens auch für öffentliche Physikweisheit, für Medizinweisheit, alles offizielle Wissen, wirklich hindern, wach zu werden. Du musst dich loslösen von der offiziellen Wissen. Sein. Entgegendrehen, in den Weg drehen, etwas versperren, verbauen, verlegen, hemmen, im Wege hinter dich sein, auf dem Weg zu Gott, auf dem Weg zu dir selbst, in den Weg zur Wiedererinnerung. Der Erwachte ist im Inneren, das ist die Wiedererinnerung. Was du selbst bist. Du bist immer das Zentrum. Es hielt dich deine Traumwelt ein. Wird jede Art von offiziell, ob das Medizin ist, die dich am Leben halten will als Affe, will sie eigentlich nicht über möglichst viel Geld verdienen? Es ist so. Ob dir das passt, wenn du ein Arzt bist oder nicht. Warum machst du deinen Job? Wenn es deine Berufung wäre, würdest du so das Geld dafür zahlen, dass du es tun darfst. Und da haben wir jetzt hier dieses Video, wenn dich interessiert, Tagesschau Wetter gegen Bauern und dann dieses Beweisvideo. Regierung will keine Gewalt. Das sind zwei Seiten. Ich sage nicht, dass das und das richtig ist. Ich sage nicht, die Welt ist ein Berg oder die Welt ist ein Tal. Mein Beispiel. Eins von beiden wurde überprüft und das andere so ist manipulatives Geschmeckt. Und dann habe ich nochmal einen so einen Eindruck, das war jetzt das heutige Update, und dann haben wir noch so einen Eindruck, weil hier unsere Rede, das schreibt jetzt der Vergangenheitslindner, kritisiert den gegenwärtigen Lindner. Das ist zumal die Zeit, wo er in der Opposition war. Und jetzt habe ich das nochmal als Antwort. Gestern in der Opposition und heute als Mitregierender. Macht er genau das Gegenteil. Und ich muss ganz kurz zum Abschluss noch dazu sagen. Das reicht jetzt eigentlich. Hochinteressant, diese zwei Videos sich anzuhören. Wie ein Mensch sich drehen kann aufgrund von Geldgeilheit. Right? Ich habe hier
Als junger Person ist mir aufgefallen, ich lese das böse Udo. Von mir hat es noch ein Heim gegeben mit einem Stammtisch drin, das wirst du auch kennen. Und dann wird natürlich ein Stammtisch losgewettet und politisiert. Man realisiert meistens immer die an der Macht sind. Und ich habe damals immer so aufgenommen, dass ich diese Charakter, die hier die Macht kritisieren, in dieser Art und Weise, Kritik ist ein fester Mal im Vergleich mit einem anzeigenden Ideal. Das sind genau die Charaktere, oh ja, beim Bein. So, die kritisieren, diese Kritiker sind genau die Charaktere, diese Charakter, das Eingeprägte, die, wenn sie an der Macht wären, es genauso machen würden. Es ist Neid. Das macht jetzt schon wieder. Nicht? Passt doch. Es ist Neid. Heute mischt dich ein. Es ist Neid. Und jetzt pass auf. Springe mal in deinen Archiven, blätter zurück in das Jahr, wo die Grünen erstmalig in den Bundestag gekommen sind, mit den Leuteabberufen. Die Schröders und die Fischers. Damals alle noch im Anzug und plötzlich Leuteabberufe, Donschuhe, und so weiter und so weiter. Wir haben die gegen diese Mächtigen gewettet. Was ist aus diesen Typen geworden, nachdem sie gestiegen sind? Die Grünen, Rotjungberufe, Fischer und Schröder. Sie sind am Ende ihrer Karriere in der Hochfinanz gelandet. Was ist jetzt mit Babel und Zeutz? Und wenn Zeug, wenn du die Gehälter anschaust, was sie für Schminke und für Blumen ausgeben, wie sie ihre Gehälter hochsetzen, wie sie Vetternwirtschaft machen, das sind die miesesten, übelsten Charaktere, die es überhaupt gibt. Das ist das, was es ist. Und jetzt sage ich, ich kritisiere das nicht. Ich habe das erschaffen. Ich habe das in deinem Traum erschaffen. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, dass so ein Bossefahrer wie Lindner, die nur versuchen, ihre Gehälter am Leben zu halten. Das wird sich übrigens nicht ändern, wenn die Aufstände machen. Ich habe in einem der vorherigen Selbstgespräche, Updates, habe ich gesagt, die AfD ist ein Unkrautvernichtungsmittel. Das Unkraut sind die Grünen und Konter. Die werden die jetzt vernichten. Was nicht heißt, dass die das dann auch besser machen, weil Unkrautvernichtungsmittel ist nichts aus dem, was Geistreiches herauswachsen kann. Da brauchst du wieder einen neuen Samen. Das ist Holofilien. Und das wiederum, Holofilien ist nicht für eine ausgedachte Menschheit, für eine Welt, nochmal, du musst einen kompletten Reset drücken. Da außen gibt es keine Welt, keine Erdkugel, kein heliozentrisches Weltbild. Es gibt nur dich träumenden Geist. Und wenn dir das bewusst wird, kann ich dir ein vollkommen neues Programm einspielen. Und du weißt, das ist eine Matrix. Am Anfang ist ein Computerprogramm. Da kann man jetzt noch wesentlich genauer werden, aber ich lasse mal gut sein. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen bespaßt. Und was haben wir am Schluss immer?